ist verheiratet und hat 2 Kinder. Der pensionierte Kommunalbeamte ist seit 1999 im Rat der Stadt Hückelhofen tätig. Als Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses lagen seine Schwerpunkte im Ausbau der Betreuungsangebote in der Tagespflege, den Kindertageseinrichtungen und der OGS. Den Erhalt des guten Zustands und die Umgestaltung von Spielplätzen überprüft Roland Müller regelmäßig selbst. Kaffee oder Tee? Tee. Morgens früh raus oder abends länger wach? Abends länger wach. Auto oder Fahrrad? Auto. Berge oder Meer? Meer. Sommer oder Winter? Sommer. Fernsehen oder Netflix? Fernsehen. Buch oder E-Book? Buch. Ich möchte mich heute als neuer Fraktionsvorsitzender der CDU im Rat der Stadt Hückelhofen vorstellen. Zu meinen Aufgaben gehört es, die Willensbildung in der Fraktion zu moderieren und zu organisieren und die gefundene Meinung der CDU nach außen zu vertreten. Auch als Fraktionsvorsitzender kann man nicht alle Arbeiten alleine regeln. Man ist hier auf Unterstützung seines Teams angewiesen. Ich habe eine starke Fraktion mit insgesamt 26 Mitgliedern hinter mir und einen sehr engagierten Fraktionsvorstand, der mich bei meiner Arbeit unterstützt. In den letzten Jahren habe ich mich schwerpunktmäßig um Themen rund um Jugendliche, Schulen und soziale Themen beschäftigt. Durch meine Aufgabe als Fraktionsvorsitzender muss ich mich hier viel breiter aufstellen und mich auch mit Themen wie Umwelt- und Klimaschutz, Bau- und Planungsrecht und der Stadtentwicklung beschäftigen. Im Rahmen meiner neuen Tätigkeit möchte ich mich gemeinsam mit Fraktion und Bürgermeister um eine positive Weiterentwicklung unserer Heimatstadt Hückelhofen kümmern.